So, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Diesmal auf Deutsch. Nach längerem mal wieder. Ich fahre heute in TWS eine österreichische Strecke. Aber dazu später mehr. Ich würde sagen, ich setze mal das Spiel fort. Jetzt ist schon soweit alles geladen. Und bereite dann mal die Lok vor. So. Genau, Batterie. Lichter aktiviert. Bremse gelöst. Stromabnehmer gehoben. Hauptschalter aktiviert. Federspeicher gelöst. Vor. Startprogramm aktiviert. Spiel ausgefahren. Registrierung. GSM-Dialog. Zugnummeriert ohne Textfield. 2333. Signalnummeriert ohne Textfield. 01234. Co-Textfield. 2, 3, 3, 3, 1, 2, 3, 4. Info. Anmeldung. Anmeldung erfolgreich. Bremse angelegt. Bremse gelöst. Genau. Es funktioniert soweit alles, glaube ich. 12:28, 25, 0, 8, 8, 12:28, 28, 12:29, 0. Gut, es sind nur 8 Leute im Zug. Das glaube ich eher nicht, um kurz vor 12:30 zu Mittag, aber okay. Wir stehen in Wien am Hauptbahnhof auf der Südbahn in Richtung Wiener Neustadt. Also sie geht noch darüber hinaus nach Payerbach-Reichenau, Mülz-Zuschlag, Bruck an der Mur, Graz, Spielfeldstraße und dann weiter Richtung Slowenien, Richtung Maribor und früher oder später Ljubljana. Auch bekannt als Laibach im deutschen Sprachraum. Genau. Da stehen wir mit einem Taurus. Das ist eine Elektrolokomotive der Reihe 1116 der ÖBB. Und 5 Doppelstockwagen und fahren einen Regionalexpress von Wien Hauptbahnhof bis Wiener Neustadt Hauptbahnhof der Linie Rex 1. So. 12:29, 24, Türen geschlossen. Genau, Türen zu. Und los geht's. Nächstes Hauptsignal, grün 177 Meter. Und einmal befreien. Der nächste Halt sollte Matzleinsdorfer Platz sein. 2266 Meter voraus. Matzleinsdorfer Platz. Bedarfszeit. Nächstes Hauptsignal. Grün. Wien-Marzleinsdorfer Platz. Wir sollten auf Plattform 1 ankommen. Das weiß man in TWS nicht, wo, auf welchem Bahnsteig man ist, aber ich weiß es, weil ich auf der Strecke sehr oft fahre. Genau, ich lasse uns, glaube ich, mehr oder weniger rollen. Wir haben nämlich nur noch 1300 Meter. Fahren mit 80 und 12:32, sollen erst um 32 beim Matzleinsdorfer Platz abfahren, also in 2 Minuten. 12:30, 54. Ah, eine Minute. Nächstes Hauptsignal, grün. Hier in der Gegend sind auch viele Abstellanlagen und Abstellgleise. Hier verlaufen, glaube ich, so 6 oder 7 Gleise durch von Wien Hauptbahnhof nach Meidling. Da werden die Züge auch auf andere Gleise geschickt jeweils, weil am Hauptbahnhof in Wien wird ein
Da werden die Züge nach Fahrtrichtung gegliedert, also alle Züge Richtung Westen haben die einen Gleise und die Richtung Süden und die Richtung Norden und Osten haben andere. Und in Meidling werden sie nach Linie aufgeteilt. Das heißt, alle Züge der Pottendorfer Linie zum Beispiel Richtung Wiener Neustadt fahren auf den Gleisen 7 und oder 8. Nächstes Hauptsignal, grün. Türen geöffnet. 998 Meter voraus, die Meidling Bedarfshalt. Restriktiver Modus aktiviert. Okay, warum auch immer, das sagt Bedarfshalt. Ich habe keine Ahnung. Interessant. 12.32 Uhr, 26, 0, 8, 0. Türen geschlossen. Spiegel eingefahren. Nächstes Hauptsignal, zweimal grün. 22. So, da muss ich jetzt aufpassen. Ich darf jetzt die 45 nicht überschreiten. Nächstes Hauptsignal, zweimal grün in 849 Meter. 12.32 Uhr, 58, 12.37 Uhr, 0. Ja, aber in Meidling ist Abfahrt erst um 37, also in 4 Minuten und ein bisschen was. Also, das geht sich gut aus. Genau, wir sollten in Meidling auf Bahnsteig 1 ankommen. Normalerweise ist das zumindest so. Eben, Linienbetrieb, das, was ich halt vorher gesagt habe. Gleise 1 bis 4 gehören der Südbahn und der Verbindungsbahn. 5 und 6 gehören der Westbahn. 7 und 8 gehören der Pottendorfer Linie und manchen Railjets Richtung Wiener Hauptbahnhof. Genau. So, jetzt sind wir gleich schon da. In Meidling stehen wir dann ein bisschen. Sind sogar überaus pünktlich angekommen. Normalerweise ist nächstes Hauptsignal grün. Eine fahrplanmäßige Ankunft um 35. Türen geöffnet. 12.37 Uhr, 0, 329. Ja, da steigt jetzt ein Haufen Leute ein. War eh klar. Wie ist eigentlich das Wetter? Minus 9 Grad Celsius, es ist bewölkt. Die Höchsttemperatur beträgt minus 3 Grad Celsius, die Tiefstemperatur beträgt minus 9 Grad Celsius. Die aktuelle Windgeschwindigkeit beträgt 33 km pro Stunde gegen die Fahrtrichtung. Ah ja. Es ist ein bisschen Wind. Ein bisschen viel Wind. Aber ja, ich glaube nicht, dass wir es spüren werden. Genau, jetzt stehen wir hier in Meidling. Der nächste Halt ist dann Wien-Liesing. Da überspringen wir jetzt schon ein paar Stationen. Zwischen den beiden Stationen sind noch Wien-Hetzendorf und Wien-Arzgersdorf. Die werden übersprungen. Okay, es sind alle Leute drinnen. Aber die Abfahrtszeit ist noch nicht gekommen. 26. Wir stehen hier noch anderthalb Minuten. Und das nächste Signal ist schon mal grün. Das finde ich gerade nett. Weil ich meine, langsam fahren ist zwar manchmal auch schön, aber die 45 werden relativ schnell alt. Geschwindigkeitsänderung auf 120 km pro Stunde in 1099 Metern voraus. Ja genau, wir können dann noch bald Gas geben auf 120. Wir durchfahren davor noch einen Einschnitt. Da ist so ein Überwerfungsbauwerk, wo sich die Westbahn trennt von der Südbahn. Die wird da ausgefädelt und die Verbindungsbahn kommt dazu und trennt sich dann auch wieder und da gibt es die Zufahrt zum Güterzentrum Wien Süd. Eigentlich ist da einfach nur großes Chaos und deswegen fahren wir da unten durch. Irgendwer muss ja unten durch. Außen. Nur kurz mal rausgegangen, 36, so. 29. Weil, warum nicht? 0. 358. Okay, fast 360 Leute im Zug, niemand mehr draußen.
etwas unter einer halben Minute noch bis zur Abfahrt. 12.36 Uhr, 42. Das heißt, ich würde sagen, Türen geschlossen. Ich fertig den mal ab. Jetzt geht's gleich los, die Türen sind zu. Genau, und ab geht's. Nächstes Hauptsignal, grün 1076 Meter. Nett, ich kann mich befreien. Das heißt, ich darf über 45 Gas geben, weil das nächste Signal ja grün ist, hat er ja gerade gesagt. Ach ja, ich fahre übrigens alles selber vom Tempo her aktuell. Also die Geschwindigkeitsanpassungen mache ich alle selber. Ja, das macht irgendwie Spaß. So. Ich könnte auch mit AFB fahren, gibt's auch, so ist es nicht. Aber ja, selber fahren sieht mich irgendwie gerade an. Nächstes Hauptsignal, grün. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 120 km pro Stunde. So, Zuglängenmesser, wenn wir den Punkt dann überfahren haben, dürfen wir Gas geben auf 120. Das war's und Vollgas. Also nicht Vollgas, aber ja. Höchstgeschwindigkeit von dem Zug sind übrigens 140 km/h wegen der Wagen. Die Lok könnte 230, die Strecke würde auch 160 hergeben, aber die Wagen dürfen nur 140. Dementsprechend 140. Geschwindigkeitsänderung auf 160 km pro Stunde in 4872 Metern voraus. Ja, das ist dann kurz hinter Leasing. Außen. Ob das Hubverbot in Wien wohl auch für Züge gilt? Interessant. In Wien ist nämlich Hubverbot im Straßenverkehr, sei denn man ist in einer Gefahrensituation, logischerweise. Also, jo. Wird für Züge wohl auch gelten. Die sollen ja ohnehin nur dann Signal geben, wenn irgendwas Brenzliges ansteht. Oder an Bahnübergängen oder bei der Tunneldurchfahrt, so Sachen. 2019 Metern voraus, wie diesen Bedarfszeit. Warum ist das alles in Bedarfszeit? Okay, das muss ich mir nochmal angucken. Aber ich glaube, dass das an der Strecke liegt und nicht an der Programmierung. Okay, wir sind eh wieder viel zu früh. Ich lasse uns jetzt mal rollen. Nächstes Hauptsignal, grün. Genau, das war jetzt das Hauptsignal für Leasing-Frachtenbahnhof, glaube ich. 360 Meter. Ja, genau. Es ist ein kleinerer Güterumschlagsplatz. Kurz vor Leasing-Bahnhof. Genau, und wir bremsen jetzt schon. Nächstes Hauptsignal, grün 310 Meter. Nach Leasing rein, das Hauptsignal bei der Ausfahrt ist grün.
Nächstes Hauptsignal, grün. Restriktivmodus aktiviert. Türen geöffnet. Genau, da stehen wir. 12.41 Uhr, 57. Abfahrt in 2 Minuten und ein bisschen was um 44. Ich stelle fest, wir sind heute immer überaus pünktlich. 143, 133. Und ein Haufen Leute steigt aus, das ist sogar relativ realistisch. Ja, ja, das passt schon. 61, 55. Mit 55 Leuten fahren wir weiter. Okay, passt. Kommt hin. Der nächste Halt ist dann Mödling in 5,6 Kilometern ungefähr. Dann kommt Baden, Bad Vöslau, Leobersdorf, Felixdorf und Wiener Neustadt. Und wir überspringen dazwischen natürlich einen Haufen Halte. Hier wird jetzt zum Beispiel Perchtoldsdorf und Brunn-Maria-Enzersdorf übersprungen. Wir sind da dazwischen. An diesen Stationen halten halt die S-Bahnen oder Regionalzüge der Linie R3. Aber wir sind ja ein Regionalexpress, das heißt, wir fahren auch dadurch. So, dann schließen wir die Türen. Spiegel lassen wir noch draußen. Die Lok hat nämlich Spiegel, die fahren automatisch aus, wenn man die Türen öffnet. 12.43.50. Und man kann sie mit M wieder einziehen, wenn man das will. 12.43.54. Klimaanlage aktiviert. Klimaanlage deaktiviert. Die brauchen wir heute nicht, aber funktioniert auch, gut zu wissen. Spiegel eingefahren. 22. Nächstes Hauptsignal, Grün 1367 Meter. Genau, ich habe mich gerade aus der Beeinflussung befreit, damit ich auf die 120 hochbeschleunigen darf. Nächster Halt. AFB deaktiviert. 5299 Meter voraus, Mödling, Bedarfshalt. Ja, okay. Wie gesagt, das liegt ziemlich sicher an der Strecke, dass der da Bedarfshalt sagt. Streckenprogrammierung. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 160 km pro Stunde. Zuglängenmesser gesetzt und wenn der abgelaufen ist, dürfen wir auf 140 beschleunigen, weil eben mehr, okay, ist abgelaufen, mehr erlauben die Wagen nicht. Und das bedeutet natürlich auch, dass ich nicht über die 140 hinausgehe, weil ich meine, die Lok wird mich zwar lassen hier, das Spiel wird mich auch lassen, aber dadurch, dass ich weiß, dass die Wagen nur 140 hergeben, jo, ist da Ende. Nächstes Hauptsignal, grün. Ja, grün das nächste. Nächstes Hauptsignal, grün in 782 Meter. Für Brunn-Maria-Enzersdorf müsste das sein. Wie ihr merkt, ich lasse einfach rollen, weil bei mir Zeit genug. Und ob ich da jetzt mit 140 war oder mit 135, ist im Endeffekt komplett egal. Ja genau, das nächste Signal, das da kommt, das ist schon das für Mödling. Es ist grün, also das Ausfahrsignal für Mödling ist es. Beschleunigung
Geschwindigkeitsänderung auf 140 km pro Stunde in 33.354 Metern voraus. Ja, das ist der 140er, der bei Wiener Neustadt, der betrifft uns nicht, weil wir sowieso nur 140 fahren. Und da wahrscheinlich nicht mal das, weil dann sind wir viel zu früh. 42, 12.49 Uhr, 0. In etwas über 2 Minuten ist in Mödling Abfahrt. Wir haben noch 1 Kilometer. Bei 130 km/h, also nicht schlecht. Sind da gut dabei. Müssen wir aber gleich bremsen. Wenn ihr das Video über Kopfhörer hört, dann hört ihr im linken Kopfhörer immer wieder Zahlen. Das ist die Angabe zur, also die Angabe der Geschwindigkeit. Sozusagen mein Tachometer. Bremst zu stark, würde ich sagen. Ja, bin zu früh stehen geblieben, war klar. Nächstes Hauptsignal, grün. Türen geöffnet. Restriktivmodus aktiviert. 12.48 Uhr, 12. 12.49 Uhr, 0. Ja, in etwas unter einer Minute geht's weiter. Also 50 Sekunden oder so. 10 Kilometer bis Baden. 10.799 Meter voraus, Baden, Bedarfszeit. Genau. 12.48 Uhr, 30. 12.49 Uhr, 0. 0. 114. 114 Leute, ja, genau. Sie haben geschlossen. Dadurch fahren wir jetzt Guntramsdorf-Thalern, Gumpolskirchen und Pfaffstetten. Und wir kommen der S-Bahn, die vor uns fährt, übrigens immer näher. Die ist 48, 56. Jetzt gerade in Pfaffstetten abgefahren und in 2 Minuten in Baden. Ja, in Baden sind wir um 57. Da muss ich jetzt nicht so viel Gas geben. Ich glaube, da bleibe ich bei 120 oder so. Aber muss ich schauen, wenn wir beschleunigt haben, wie es dann aussieht, weil der Zug braucht ja ein bisschen, um da auf Geschwindigkeit zu kommen. In Mödling gibt es tatsächlich noch Eisenbahnkreuzungen im Stadtgebiet. Eisenbahnkreuzung ist die österreichische Fachbezeichnung für Bahnübergänge. Sind zwar alle beschrankt, aber ich glaube, wenn du da zum falschen Zeitpunkt da bist, dann wartest du echt lang, bis du drüber kannst. Sieben Minuten von 9 Kilometer. Okay, wir geben doch Vollgas. Hier auf der Strecke fährt nämlich alle halbe Stunde eine S-Bahn, dann alle halbe Stunde ein Regionalexpress, alle halbe Stunde ein Fernzug. Also, yo, mindestens 6 Züge die Stunde pro Stunde und Richtung. Oh, damn, ich bin viel zu schnell. Ja, genau, 140. Alter Schwede. Jo, und bei 6 Zügen pro Stunde und Richtung, also sind wir halt 12 Zügen pro Stunde. Selbst wenn die alle 5 Minuten fahren würden, müsstest du alle 5 Minuten, wenn du zum Schranken kommst, mal warten. Und so genau aufgeteilt fahren sie natürlich nicht. Aber was für alle halbe Stunde in Regio? Nein, alle Viertelstunde. Ja. Die Regios hier fahren, die eine Linie fährt, also beide Linien fahren alle halbe Stunde nachmittags. Nächstes Hauptsignal, grün. Aber
die zweite Linie der Regionalexpress 3. Der wäre jetzt aktuell ungefähr 8 Minuten hinter uns. Also die fahren nicht genau im Viertelstundentakt, sondern eher so mit dem 22 Minuten und dem 8 Minuten Intervall. Was die Bahnübergangssituation noch verkomplizieren würde. Besagte Rex 3 hält übrigens nicht in Bad Vöslau, wo wir schon halten, und auch nicht in Felixdorf, wo wir auch halten. Ist also noch ein bisschen schneller, weil in Wien am Hauptbahnhof zum Beispiel fährt er 10 Minuten nach uns und in Wiener Neustadt kommt er 3 Minuten nach uns an. Also der holt ein bisschen was rein. Ja, nicht so, das ist wenig was. Nächstes Hauptsignal, grün 3032 Meter. Das ist dann das Signal von Pfaffstätten, glaube ich, oder Gompuskirchen, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wie rum die sind. Noch 4,3 Kilometer. 12.52 Uhr, 51. Und 4 Minuten? 12.57 Uhr. What? Ja, 4 Minuten. Ich dachte schon, das geht sich easy aus, ich muss mal Gas geben. Ja, genau, Gumpelskirchner Tunnel, wir fahren eben in Gumpelskirchner, das nächste ist Pfaffstätten. Da habe ich jetzt eben mal Signal gegeben, ganz kurz, wie es gehört. So zum Beispiel. Außen. Zugende. Prüfer. Vor dem Zug. Nächstes Hauptsignal, grün. Innen. So, ich lasse wieder rollen. 2,3 Kilometer. 12.53 Uhr, 49. Und noch 3 Minuten. Und ich dachte mir schon, das geht nicht so gut aus. Ja, von wegen. Bis wir dort sind, haben wir wahrscheinlich nur noch 2 Minuten Standzeit, wenn überhaupt. Eher nur noch eine. 1,7 Kilometer. Na, ist mal schon schnell bei 140. Das ist schon irre. 1,5. 1,4. Ja, jetzt kommt nochmal die Ansage und dann muss ich gleich schon die Bremsen reinhauen. Nächstes Hauptsignal, grün. Ja, das ist schon das Ausfallsignal in Baden. Nächstes Hauptsignal, grün. Türen geöffnet. 12.55 Uhr, 33. Ja, eben. 1,5 Minuten Standzeit noch. Das entspricht sogar ziemlich der Realität. Der nächste Halt sollte dann, wenn ich den Fahrplan richtig gemacht habe. Genau, der nächste Halt ist Bad Vöslau in 4,3 Kilometern. Da sind wir dann um. Ich glaube, 2 nach oder so, 1 nach oder 2 nach. Also da müssen wir uns ranhalten. Da müssen wir uns wirklich ranhalten. Aber wird schon gehen. 56, 9, 0, 93. 93 Leute Zug. Spätestens in Felixdorf sollten wir dann wieder pünktlich sein, weil da sind die Abstände dann geringer, das sollte sich ausgehen. Und in Wiener Neustadt sowieso, weil von Felixdorf nach Wiener Neustadt haben wir sage und schreibe 9 Minuten Fahrzeit. Die braucht man nicht. Glaubt es mir. Der Ranger braucht für die ganze Strecke von Meidling nach Wiener Neustadt, die wir hier jetzt fahren, seit
Beinahe eine halbe Stunde, nur 23 Minuten. Türen geschlossen. 12.56 Uhr, 41. Ja genau, wir sind um 29 in Wiener Hauptbahnhof weggefahren. Und um 37 in Meidling. Ja, okay. Der Rail zur gleichen Zeit mit uns abgefahren wäre, wäre er um Punkt in Wiener Neustadt. Und da sind wir vielleicht gerade in Bad Fürslaufen über. So, weiter geht's. Nächstes Hauptsignal, grün 4277 Meter. Genau, das nächste Signal ist Bad Fürslau. Spiegel ausgefahren. Spiegel eingefahren. Sicherheitsfahrschaltung. Es hat minus 9 Grad Celsius, es ist bewölkt. Die Höchsttemperatur beträgt minus 3 Grad Celsius, die Tiefstemperatur beträgt minus 9 Grad Celsius. Die aktuelle Windgeschwindigkeit beträgt 31 km pro Stunde gegen die Fahrtrichtung. Immer noch ein ziemlicher Wind und ordentlich kalt. 13.02 Uhr. Ja genau, um 13.02 Uhr Abfahrt in Fürslau. 12.58 Uhr. Und ich bleibe jetzt auf den 120. Ich muss nicht mehr beschleunigen und noch mehr Energie verheizen. Es muss nicht sein. Muss auch schauen, aber ich werde wahrscheinlich kurz vor dem Bahnhof dann schon runtergehen auf 80. Ich weiß nämlich, dass da Weichen liegen, die wir überfahren. Das Spiel wird mir diese Beschränkung nicht sagen. Das ist halt einfach die Streckenkenntnis, die ich habe vom Mitfahrten als Fahrgast. Deswegen 12.58 Uhr, 43 Uhr. Werde ich da, wenn ich die Zeit finde, die ich wahrscheinlich haben werde, davor schon mal abbremsen. Nur damit ihr euch nicht wundert, warum ich dann auf einmal runtergehe. Okay, ja, ich denke, das wird sicher ausgehen. Dass ich das mache. Ich probiere das einfach. Mich würde es interessieren, ob sich das mit dem Fahrplan dann ausgeht. So wie ich da fahre. Aber ich bremse sicher früher ab, als es die Triebfahrzeugführer in Realität machen würden. Ich werde nämlich hier jetzt 1 Kilometer vor Baden. Nächstes Hauptsignal, grün. Ja, 500 Meter noch ungefähr. Ja, das passt sogar. 12.59 Uhr, 52. Ja, das geht sich easy aus. Bis wir stehen, ist es wahrscheinlich gerade 13 Uhr und 30 Sekunden oder sowas. Ja, genau. Das passt. Bremse angelegt. Nächstes Hauptsignal, grün. Restriktiver Modus aktiviert. Türen geöffnet. Bremse gelöst. 13.00 Uhr, 32. Jupp. Pünktlich. 13.00 Uhr. Und weiter geht's um 13.02 Uhr. 168. 168 Leute steigen ein. Ja, die pendeln dann schon wieder retour Richtung wieder Neustadt. Beziehungsweise fahren aus Bad Fürslau raus in die umgebenden Orte, Leobersdorf und Felixdorf. Ich weiß gar nicht, ob der Fahrplan bis Payerbach-Reichenau geht. Aber selbst wenn, dann fahren wir nur bis Wiener Neustadt, weil in Wiener Neustadt stünden wir ewig rum. Aber wie gesagt, das weiß ich jetzt nicht auf die Schnelle, wie ich den gemacht habe. 100 Leute im Zug, das kommt hin. So, in 3,4 Kilometern ist Leobersdorf. Und in Leobersdorf fahren wir, glaube ich, um 6 nach. Fahren wir da ab. Also eine Minute kürzer als von Baden aus, aber auch 1 Kilometer weniger. Von dem her, wird schon passen.
Hier fahre ich natürlich jetzt auch langsamer raus, logischerweise, weil da sind dementsprechend wieder Weichen. Mit einem 80er ungefähr. Aber je nachdem, wie schnell der Zug beschleunigt, brauche ich den vielleicht gar nicht lange einzuhalten. 13 Uhr 1:44. Könnte durchaus sein. Türen geschlossen. Schließ mal die Türen und sobald dann die Klingel kommt, können wir weiterfahren. Oder dieser Klingel oder wie auch immer man es nennen soll. Der da. Nächstes Hauptsignal, Grünling 2091 Meter. Das ist das Hauptsignal, also das Ausfahrsignal von Kottingbrunn. Zuglängenmesser gesetzt. Wenn ich den Punkt überfahren habe, kann ich über die 80 rausgehen. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich die 80 da. Ja, eben, ich kann nämlich schon weiter beschleunigen. Hab die Weichen offensichtlich schon passiert. Also, yo. In Leobersdorf das gleiche Spiel. Da sollen wir. 13:06 Uhr, dachte ich mir. 13:02 Uhr, 54. Es ist jetzt 13:03 Uhr. Wenn man so will, wir haben noch 2,6 Kilometer. Ja, das geht sich easy aus, absolut kein Problem. Nächstes Hauptsignal, grün. Nee, ich weiß, Kottingbrunn. In einem Kilometer. Ich schalte mit STRG S immer in die neutrale Position zurück. Dann muss ich nicht A die ganze Zeit gedrückt halten. Das ist ganz praktisch, wenn man nicht mit AFB fährt. Also automatische Fahr- und Bremssteuerung. So. Und wir bremsen für die Weichen. Dann nehme ich hier noch 2 Minuten. Nochmal, wie gesagt, die Weichen werden von der Strecke her nicht angesagt. Die sind nicht nachgebildet. Ich weiß nur, dass sie da sind, weil ich die Strecke öfter fahre. Also, ja. Das ist eher so Background-Information. 400 Meter. Ja, wir sind pünktlich. Ankunft wäre hier normalerweise um 13.05 Uhr geplant. Das toppen wir natürlich mal wieder. 13:04:25. Ja, 13:04:40. Oder 13:04:50 werden wir ankommen, denke ich mal. Nächstes Hauptsignal, grün. Bremse angelegt. Bremse gelöst, Türen geöffnet. Leobersdorf. Der nächste Halt ist dann Felixdorf. Ankunft um 11 nach. 193, restriktiver Modus aktiviert. 193. Genau, hier sind ein paar Leute ausgestiegen. 13:05:05. 193 haben wir noch drin. So, nach Felixdorf fahren wir jetzt langsamer. Da haben wir sage und schreibe 5 Minuten für 6 Kilometer. Das heißt, da reicht es vollkommen, wenn wir 100 fahren. Oder vielleicht 110. Aber mehr muss nicht sein. Türen geschlossen. 13:05:31 Uhr. Außen. Zugende. Puffer. Vor dem Zug. Nächste Station. Zugspitze. Uhr. Ich lasse den Zug jetzt mal an uns vorbeifahren. Innen.
13:46 Uhr. Ja. 4 Minuten für 5,4 Kilometer. Fahren wir 110 oder so und kurz vor Felixdorf muss ich dann eh abbremsen. Wir holen nämlich jetzt eben die S-Bahn ein, die im Signalsystem auch nicht berücksichtigt werden kann, weil ich noch kein System gefunden habe, wie man in einer Strecke sinnvoll einen sich stündlich wiederholenden Fahrplan speichern könnte. Für verschiedenste Verbindungen. Okay, es werden 120. Ja, deswegen weiß ich, dass wir spätestens ab Solenau. Nächstes Hauptsignal, grüne 3106 Meter. Dort, wo das Signal steht. Eine Geschwindigkeitsbegrenzung ist eine signalisierte Geschwindigkeitsbegrenzung. Beziehungsweise zeigt einem dort das Signal üblicherweise einen restriktiven Fahrbegriff an. Mit 60 oder 80 bis Felixdorf. Ja, die S-Bahn fährt gerade weg in Felixdorf. Kilometer. Nächstes Hauptsignal, grün. Solenau in 800 Metern oder so. Da haben die Züge meistens einen 100er oder halt eben, wenn ein restriktiver Signalbegriff drauf ist, da steht dann weniger drauf. Wir rauschen jetzt mit ungefähr 110 durch. Nächstes Hauptsignal, grün. Genau. 1200 noch bis Felixdorf. Nächstes Hauptsignal, grün. Zunde, Puffer, vor dem Zug, nächste Station. 24. 16. Nächstes Hauptsignal, grün. Tür geöffnet. Im linken Kopfhörer habt ihr gerade die Tür aufgehen gehört vom ersten Wagen. Restriktivmodus aktiviert. 13:10:36 Uhr. Wir halten fest, wir sind sogar wieder überpünktlich. Sollten erst um 13:11 Uhr da sein. Und das, obwohl ich schon so langsam reingefahren bin. Ich habe ja seit 1 Kilometer vor der Station durchgehend gebremst. Relativ schwach am Anfang, aber trotzdem. Mehr als ein 80er hatten wir die letzten 800 Meter nicht drauf. Aber okay. 13:11:03 Uhr. Ja, die S-Bahn fährt gerade aus Theresienfeld weg, das ist der nächste Halt, den wir aber durchfahren. Wir durchfahren jetzt Theresienfeld und Wiener Neustadt Nord und dann erreichen wir Wiener Neustadt Hauptbahnhof nach einem Signal an der Gleisgruppe 300 müsste das sein. Die wird auch durchfahren von uns. Und Geschwindigkeitsänderung auf 140 km pro Stunde in 7198 Metern voraus. Ja, genau. Das ist 1200 Meter vor Wiener Neustadt Hauptbahnhof. Betrifft uns denkbar wenig. 13:11:34 Uhr. Weil, wie gesagt, Türen geschlossen. Wir fahren ja hier
Einen Regionalexpress, der ohnehin nur 140 fahren darf, wegen des Wagenmaterials. Und hier kann ich jetzt richtig gechillt rausfahren. Zeit ohne Ende. Uhr 12, 16. Ah, ich glaube, ich habe die Glocke überhört. 13 Uhr 22, 0. 13 Uhr 12, 24. 13 Uhr 35, 0. Ja, genau, in Wiener Neustadt fahren wir um 35 dann weg. Nächstes Also Hauptthema. der Fahrplan geht offensichtlich weiter bis Payerbach. Wir müssen um 21 ankommen. Das werde ich so anpeilen und dementsprechend auch gar nicht allzu schnell fahren. Weil wir müssen die 9 Minuten ja auch irgendwo lassen. Also ich würde mal so 80 oder so. Ja, ich gehe mal auf 80. Die S-Bahn ist nämlich auch erst um 18 da und ich will der gedachten S-Bahn nicht hinten reinfahren. Nächstes Hauptsignal, Grün in 2062 Meter. Das ist Theresienfeld, in etwas über 2 Kilometern. Das Ausfahrsignal. Nächstes Hauptsignal, Grün in 1571 Meter. Nächstes Hauptsignal, Grün in 1276 Meter. Nächstes Hauptsignal, Grün. Hier sind ein paar kleine Brückenbauwerke. Die habe ich aber nicht umgesetzt. Das sind nämlich alles nur so kleine Überführungen über einzelne Straßen oder so. Oder auch manchmal nur über Feldwege. Und die hört man bei der Überfahrt tatsächlich gar nicht aus dem Zug. Deswegen habe ich mir gedacht, na, die muss ich ja nachträglich umsetzen in Wahrheit. Uhr 14, 53. So, die S-Bahn fährt und sollte gleich aus Nächstes Wiener Hauptsignal, Neustadt Grün. Nord ausfahren. Das ist dann die nächste Station. Nächstes Hauptsignal, Grün 2790 Meter. Genau da vorne, das ist Wiener Neustadt Nord. Ist die S-Bahn jetzt schon raus? Ja, besagter S-Bahn kann man hier auch fahren, natürlich. Aber bei der fährt man ewig. So eine Stunde 9 oder so. Wir fahren hier jetzt schon über 50 Minuten. Uhr 16, 0. Ja, jetzt haben wir dann gleich freie Bahn bis Wiener Neustadt. Was nicht heißt, dass wir noch Gas geben müssen. Definitiv nicht. Wir haben nur noch 4 Kilometer und noch fast 5 Minuten. Also ja. Aber okay. Nächstes Hauptsignal, Grün. In einer Stadt Nord. Nächstes Hauptsignal, Grün 912 Meter. Nein, 800 Meter jetzt ungefähr.
Geschwindigkeitsbegrenzung von 140 km pro Stunde in 2000 Metern voraus. Jo, ist mir wurscht. Ich fahre gerade nicht mal die 140, also. 140 km pro Stunde in 1800 Metern voraus. Das kümmert mich nicht wirklich. Geschwindigkeitsbegrenzung von 140 km pro Stunde in 1600 Metern voraus. Nächstes Hauptsignal, grün. Geschwindigkeitsbegrenzung von 140 km pro Stunde in 1400 Metern voraus. Das war jetzt wieder Neustadt Nord. Nächstes Hauptsignal, grün in 1408 Meter. Das ist dann die Gleisgruppe 300. Geschwindigkeitsbegrenzung von 140 km pro Stunde in 1200 Metern voraus. AFB aktiviert, AFB deaktiviert. In der Gleisgruppe 300 steht so mancher Güterzug. Geschwindigkeitsbegrenzung neutral. Nächstes Hauptsignal, grün. Die Südbahn, also wir sind auf der Südbahn, die Pottendorfer Linie kommt dann auch zur Südbahn dazu, hier in Wiener Neustadt, kurz vor der Gleisgruppe 300 in, ja, ungefähr 600 Metern oder so. Soweit ich weiß, werden die aber getrennt geführt, da traue ich mich aber nicht wetten, bin ich mir nicht sicher. Aber ich glaube, dass dann ein viergleisiger Korridor nach Wiener Neustadt Hauptbahnhof läuft. Geschwindigkeitsbegrenzung von 140 km pro Stunde in 200 Metern voraus. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 140 km pro Stunde. Geschwindigkeitsänderung auf 120 km pro Stunde in 901 Metern voraus. Nächstes Hauptsignal, grün. Genau, mit 120. Geschwindigkeitsbegrenzung von 120 km pro Stunde in 800 Metern voraus. Nächstes Hauptsignal, grün. Durch in der Neustadt selber. Sind wir jetzt 18, 47. Ja, und das ist natürlich viel zu früh, es ist noch nicht mal 13, 19, wir haben nur noch 800 Meter. Geschwindigkeitsbegrenzung von 120 km pro Stunde in 600 Metern voraus. Mit dem Railjet musst du dich da wirklich ranhalten, damit sich das ausgeht, aber mit dem Regionalzug hier, das ist ja chillig. Geschwindigkeitsbegrenzung von 120 km pro Stunde in 400 Metern voraus. Geschwindigkeitsbegrenzung von 120 km pro Stunde in 200 Metern voraus. Gehen wir runter auf 50. Aber wenn wir schon Zeit haben, müssen wir nicht allzu schnell reinfahren nach Wittenberg. Die Geschwindigkeit beträgt 120 km pro Stunde. Geschwindigkeitsänderung auf 100 km pro Stunde in 455 Metern voraus. Geschwindigkeitsbegrenzung von 100 km pro Stunde in 400 Metern voraus. Bremse angelegt. Bremse gelöst. Restriktiver Modus aktiviert. Nächstes Hauptsignal. Grün. Bremse angelegt. Bremse gelöst. Türen geöffnet. Genau. 13.19 Uhr, 58. Da sind wir. Eine Minute zu früh ungefähr. Aber wir haben es geschafft. Der Zuglauf ging jetzt noch weiter bis Payerbach-Reichenau. Aber das mache ich heute nicht mehr. Das ist mir noch ein bisschen zu viel. Also, ja. Freut mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und ja, lasst gerne Kommentare mit Feedback da. Könnt das Video gern liken, Kanal abonnieren und das Video teilen. Würde mich sehr freuen. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder Abend. Und bis demnächst.